Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Am Samstag, Anpfiff ist um 14 Uhr hier im Stadion an der Hamburger Straße. Stadiontore und Tageskassen öffnen um 12.30 Uhr. Es gibt noch genügend Tickets in den Vorverkaufsstellen. Und wir rechnen somit ca. 40 Gästefans, die ihre Mannschaft aus dem Süden Deutschlands hierher begleiten werden. Wir haben ein bisschen Rahmenprogramm am Samstag. Es wird wieder die Auslosung des Halbfinals des Wolters Flut Lichtpokales geben, wo unsere U23 ja auch noch im Wettbewerb vertreten ist. Tobias Rau wird die Losfee sein und die ganze Geschichte findet statt um 14:45 im Innenraum. Dann, Sie haben es vielleicht über die Social-Media-Kanäle mitbekommen, dass das Schicksal der kleinen Eva im Moment große Wellen schlägt, die am Undine-Syndrom erkrankt ist. Da wird es am Samstag eine Spendenaktion geben. Alle weiteren Infos dazu sind dann spätestens morgen auf eintracht.com und dann auch abrufbar. Ja, gespielt wird auch und damit könnt ihr und euch dann die Fragen an Andre Schubert stellen. Alex Leppert. Die übliche Frage nach dem Personal, wie sieht's aus? Leo Putaro ist noch nicht im Training, wird vermutlich ausfallen jetzt für das Spiel. Jari Otto haben wir ja schon bekannt gegeben, ist nicht dabei. Wahrscheinlich wird auch, Stefan Förstner wird ausfallen, eine leichte Bauchmuskelzerrung. Jetzt bei der MRT-Untersuchung jetzt nichts Dramatisches, also kein Faserriss oder ähnliches, aber zumindest ist es eine Zerrung, die ihn jetzt zumindest jetzt für das nächste Spiel nicht mitwirken lassen kann. Leon Bürger steigt jetzt wieder ins Training ein, hoffe ich heute das erste Mal. Und ja, Rest ist gesund. Genau, also Uno Bulut auch wieder gesund. Uno Bulut ist wieder dabei, genau. Genau. Was hat denn Jari Otto, wie sieht es bei dem aus, wird er eher so 2-3 Wochen fehlen oder möglicherweise länger? Das weiß ich nicht, das können wir noch nicht sagen. Also, ist das ein durchgerissen richtig oder angerissen? Ein Band ist gerissen und dann gab es so eine kleine Kapselverletzung dazu, ja. Dann eine Frage zum Spiel. Und zwar war es die letzten drei Spiele so, dass die erste Hälfte jeweils immer so ein bisschen mal ausbruchfähig war, sagen wir mal. Man könnte überdenken, das ist fast schon Taktik, irgendwie Gegner einzulullen und dann zuzuschlagen. Ist es aber vermutlich nicht, oder? Nein, es ist nicht. Es ist auch ein Unterschied, ob du zu Hause spielst oder ob du auswärts spielst. Natürlich ist es oftmals so, gerade auswärts, dass die gegnerischen Mannschaften versuchen, auch von Anfang an das Spiel in die Hand zu nehmen, Druck zu entwickeln. Und dann muss die Mannschaft auch immer wieder ein bisschen das Gefühl dafür entwickeln, wie verhalten wir uns in den Situationen jetzt. Und versuchen wir erstmal kompakt zu sein, erstmal aus der Defensive heraus zu agieren. Und ich glaube, das ist grundsätzlich schon auch wichtig. Wir haben in den Spielen immer wieder gesehen, wenn wir es schaffen, irgendwo zu 0 oder zu 1 zu spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir punkten, sehr, sehr groß. Und deswegen ist das sicherlich immer ein Augenmerk, gerade gegen so einen Gegner wie jetzt Unterhaching am Wochenende. Für mich fußballerisch und was Torgefahr anbetrifft, die stärkste Mannschaft mit in der Liga. Und deswegen wird es natürlich auch darauf ankommen, sehr, sehr gut zu verteidigen. Das müssen wir einfach sehen. Aber in der Tat, klar, wünschen wir uns dann auch öfter, dass wir leichter oder besser reinkommen. Und ja, versuchen wir natürlich auch wieder am Wochenende umzusetzen. Aber ja, es gibt auch immer noch einen Gegner, der das Ganze ein wenig mit beeinflusst. Daneben auch von der Braunschweiger Zeitung. Herr Schubert, Hinspiel in Unterhaching war ja einer der schwächeren Auftritte von Eintracht Braunschweig in der Saison. Das war vor Ihrer Zeit. Trotzdem, gucken Sie sich das Spiel nochmal an. Kann man da irgendwelche Lehren draus ziehen? Oder ist es wirklich so, dass man sagt, bei uns hat sich so viel geändert, wir starten wie bei allen Spielen bei Null? Nein, ja. Nein? Also nein, gucke ich mir nicht an. Ja, hat sich einiges geändert. Aber vielleicht trotzdem, was machen Sie? Sie haben gerade schon gesagt, Spieler, starke Mannschaft. Was machen die besonders gut? Ja, einfach zwei sehr, sehr, sehr gute Stürmer mit Schimmer, mit Hain, absolute Top-Torjäger. Hain verfolge ich ja nun auch schon seit vielen Jahren in den Ligen, also absoluter Top-Spieler, sehr, sehr torgefährlich. Sie sind bei Standardsituationen extrem torgefährlich, jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern auch schon saisonübergreifend. Das ist einfach eine Riesenstärke von ihnen, machen sie wahnsinnig viele Tore. Sie haben auch in der letzten Woche gegen Wien Wiesbaden sehr gut gespielt, haben phasenweise sehr hoch gepresst, müssen eigentlich auch das 1-0 machen, bekommen sie nicht. Gegen Angriff gibt es einen Konter und glaube Elfmeter-Tor. Also das kann dann passieren. Das sind dann wirklich Spiele, die sehr knapp ausgehen, aber fußballerisch und was Torgefahr anbetrifft,
eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wie gesagt, auch bei Standard sehr gut. Und wir müssen schon in dem Spiel jetzt sehr, sehr, sehr gut verteidigen. Also so wie wir es letzte Woche verteidigt haben, oder besser gesagt auch im letzten Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, das wird so nicht reichen. Also da müssen wir einfach in allen Belangen zulegen. Das müssen wir deutlich besser verteidigen. Und ja, darauf müssen wir, also da wartet schon ein schwerer Brocken. Also so Favorit sind wir nicht. Sie haben gerade gesagt, Stefan Fürstner fällt aus. Wie ist die Überlegung, ihn zu ersetzen? Also gibt natürlich erstmal dann einmal 1:1 oder dass man vielleicht auch umstellt irgendwie. Alles möglich, ja. Werde ich Ihnen nicht verraten. Werden Sie nicht verraten, aber es gibt auch keine Tendenz. Doch, gibt's. Aber werde ich nicht verraten. Okay. Ja. Da verrate ich damit ja auch dem Gegner. Wären wir ja schön doof, wenn wir dem Gegner das, was wir vorhaben, auch noch vorher sagen. Aber Marc Fitzner, Christoph Menz haben sich jetzt gerade abgewechselt, um es mal so zu sagen, im letzten Spiel. Beide zusammen auf dem Platz, ist das eine Option? Und was würde vielleicht dafür sprechen? Ist auch möglich, weil es beide gute Spieler sind. Also ist möglich. Also es gibt ja nicht, ich stelle ja jetzt nicht den oder den auf, sondern wir stellen eine Mannschaft auf. Es muss zusammen passen. Und wir müssen immer gucken, wie wir uns auch insgesamt dann im Zentrum aufstellen. Christoph kann ja durchaus auch Innenverteidiger spielen, das ist ja auch eine Option. Also es gibt verschiedene Optionen, ja. Noch geschrieben hier vorne. Fragt keiner mehr. Alex Leppert nochmal. Ja, Sie werden sicherlich auch nicht verraten, ob Mike Feigenspahn spielt von Anfang an, oder? Nein, verrate ich auch nicht. Also Aufstellung geben wir am Wochenende bekannt. Deswegen auch dann folgende Frage. Ja. Wie schwer ist es denn, angenommen er spielt nicht, Leuten wie ihm, der jetzt 2 Tore gemacht hat, als er reingekommen ist, mal dann zu erklären, dass er auch mal draußen bleiben muss? Zumal dann, wenn jetzt auch noch Otto und Butaro fehlen, könnte er nachrücken, 2 Tore geschossen, wie gesagt, schon ist durchaus eine Option, sicherlich. Wie schwer ist es ihm oder auch anderen Spielern zu sagen, du spielst heute nicht? Das gehört zu meinem Job, das muss ich jede Woche machen. Also jede Woche gibt es Spieler, denen wir sagen müssen, du hast es verdient, im Kader zu sein, bist es aber nicht. Jede Woche gibt es Spieler, denen ich sagen muss, du könntest von Anfang an spielen, sitzt aber auf der Bank. Das ist einfach so. Also ist manchmal unangenehm, klar, aber das gehört, ist Teil meines Jobs und muss ich dann leider machen. Und die Spieler müssen es akzeptieren, bleibt ihnen auch nichts weiter übrig. Können Ihnen das gerne erklären, auch immer wieder, und auch die Hintergründe unserer Gedanken. Aber klar, letztendlich jeder Spieler will spielen. Das ist ja auch gar keine Frage. Wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre. Daniel, mach nochmal. Wäre es aus Ihrer Sicht ein großes Risiko zu sagen, unter Haching, Sie haben gerade gesagt, man ist nicht, oder wir sind nicht der Favorit, einfach, sage ich mal, von Anfang Gas zu geben? Oder gerade wenn Sie sagen, man muss gut verteidigen, dann doch etwa bisschen zurückhaltend agieren von Anfang an. Verteidigen heißt ja jetzt erstmal nicht, sich zurückzuziehen. Du kannst ja auch offensiv verteidigen und den Gegner früh attackieren. Da werden wir uns sicherlich was überlegen und das versuchen dann auch umzusetzen. Es ist mit Sicherheit du bist nicht gut beraten, wenn du dich gegen Unterhaching nur hinten reinstellst. Gar keine Frage, das ist Quatsch, weil einfach fußballerisch so gut sind, dass dann auch im Strafraum sind sie unglaublich gefährlich. So bei Schüssen, alles was im Strafraum, wenn sie an den Ball kommen, Abpraller, da sind sie unglaublich aufmerksam, haben einfach einen guten Torriecher, wie gesagt, Heinschimmer, das sind Bigalke, sehr, sehr stark auch bei Standardsituationen, und wenn du jetzt nur hinten drin stehst, macht es gar keinen Sinn. Also du musst sicherlich auch offensiv verteidigen, musst auch Mut haben, auch mal anzulaufen, das wird eben nicht immer gehen, der Gegner wird es nicht immer zulassen, aber wir müssen das natürlich versuchen, auch umzusetzen und versuchen auch nach vorne zu spielen. Und dafür müssen wir die optimale Lösung finden. Also es geht jetzt nicht darum, in das Spiel reinzugehen. Also es ist halt eine Herausforderung. Wir sind aus meiner Sicht halt klarer Favorit und wir sind der Außenseiter. Das ist halt so, wenn du auf die Tabelle guckst und das Torverhältnis anschaust, geschossene Tore, dann ist das halt so. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass wir nicht mit einer sehr, sehr guten Leistung und wenn wir alles abrufen, nicht durchaus da auch dagegen halten können. Also es geht erstmal bei 0-0 los. Ja,
Ja, noch eine andere Frage zum Spiel nach beim Spiel in Köln. Sind die Spieler nach dem Spiel nicht in die Kurve zum Abklatschen gelaufen? Da gab es ein bisschen Irritationen. Gehe ich recht in der Annahme, dass das aber keinen Hintergrund hat im Sinne von Protest oder sonst was? Nö, hat keinen Hintergrund. Also kann ich jetzt auch nicht sagen. Also habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert, habe ich nicht drauf geachtet, war schon beim Interview, von daher kann ich das jetzt nicht kommentieren. Aber wüsste nicht, dass da irgendwelche Protestaktionen sind. Sie sind aber Richtung Kurve gelaufen. Ja, nicht so ganz nah. Ja, ist auch da weitläufig in Köln. Nein. Ich sage nur, es gab Irritationen durchaus. Gibt es weitere Fragen? Hinten in der letzten Reihe. Ich wüsste auch gar nicht, warum es Protestaktionen geben soll. Ich muss mal, das wollte ich sowieso schon letzte Woche sagen, die Fanunterstützung bei Fortuna Köln war außergewöhnlich gut, muss ich sagen. Es war außergewöhnlich. Also da waren wir nicht nur zahlreich vertreten, sondern auch permanent sehr präsent. Und das hat der Mannschaft sicherlich auch sehr geholfen, das muss man ganz klar sagen. Also auch der Mannschaft aufgefallen. Also von daher. Ich habe auch noch eine Frage zum Thema Fans. Am Montag wird ja die Kurvenmutti Christel Neumann von der Stadt Braunschweig geehrt. Die bekommt hier die Bürgermedaille und am kommenden Donnerstag, heute in einer Woche, wird sie auch vom Verein dafür gefeiert. Wie ist das Verhältnis zwischen der Kurvenmutti und der jetzigen Mannschaft oder auch zwischen Ihnen und Frau Neumann? Inwiefern dringt auch sowas vielleicht jetzt in diesen Zeiten durch? Ja, also so einen nahen Kontakt haben wir jetzt nicht, dass man sich da austauscht. Öfter mal gesehen, und sie fährt ja auch öfter mal hier so rum. Klar, natürlich bist du im Alltag, in der Arbeit und da gibt es jetzt, wir tauschen uns da jetzt nicht irgendwie regelmäßig aus, aber es ist natürlich außergewöhnlich, wenn solche Menschen einfach über viele, viele Jahre, und das kenne ich auch aus anderen Vereinen, Vereinen so nicht nur unterstützen, sie leben ja den Verein. Das ist ja was. Das versuchen wir natürlich auch immer mal wieder den jungen Spielern auch zu vermitteln, ihnen einfach auch zu sagen, dass die gucken da nicht nur am Wochenende aufs Ergebnis oder auf irgendwelche Entwicklungen, sondern es geht einfach um ein Lebensgefühl. Und das ist insgesamt in Braunschweig schon so. Also als ich gekommen bin, hat mir das Sascha Eickel auch schon gesagt und auch Markus Unger, dass einfach die Stadt auch Eintracht Braunschweig lebt. Und das merkt man auch. Und ja, Symbol ist sicherlich dann auch die Kurvenmutti, die dann einfach über so viele Jahre schon auch die Dinge erlebt hat. Aber ich glaube auch, dass solche Dinge sich entwickeln. Also ich bin jetzt noch nicht so lange hier und dadurch gab es auch noch nicht so viele Kontakte. Wir haben jetzt mal im Winter, hast du dann mal das ein oder andere Fest, wo du dann mal eingeladen bist, wo man mal ganz engen Kontakt bekommt. Aber im Moment ist schon relativ viel Arbeit. Man ist sehr in seinem Arbeitsalltag gefangen. Und ich glaube, durch gemeinsame Erlebnisse, durch die Spiele, durch Begegnungen dann auch und ja, diese Gelegenheiten, die gab es bislang noch nicht so oft. Da entstehen ja dann diese Beziehungen und auch ein Kennenlernen, das ist dann schon nochmal ein bisschen anders. Wir haben auch den einen oder anderen Fan, wir haben nicht so viele Fans beim Training, aber den einen oder anderen, der kommt dann schon mal regelmäßig und dann lernst du dann auch immer mal wieder Leute einen Tick näher kennen und ja, das sind Verhältnisse, die sich logischerweise dann entwickeln müssen. Und nicht so von heute auf morgen einfach da sind, sondern die sich durch gemeinsame Erlebnisse und Treffen einfach entwickeln. Und da freue ich mich auch drauf. Also nicht nur auf die Kurvenmutti, sondern auch noch auf viele, viele andere Begegnungen, die ich jetzt natürlich um die Geschäftsstelle herum auch erstmal hatte. Aber ich habe auch schon die ein oder andere Begegnung in der Stadt, so oft bin ich ja nicht draußen, aber das ist dann schon immer ganz witzig und auch bisher sehr, sehr angenehm und deswegen macht das schon Spaß. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht mehr bald zu sein, dann sehen wir uns Samstag. Vielen Dank.